Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns jetzt gerade derzeit auf unserem Schiff und haben in der letzten Folge ein bisschen auf Na Shaddaa verbracht. Wir haben ein paar Transmitter nochmal gefunden, damit wir hier alle Teile voranbringen können nochmal. Da werden wir auf eine gescheite Gruppe nochmal warten, werde ich mich nochmal drum kümmern. Und wir wollen jetzt aber auf Manaan erstmal weitermachen und fliegen mal runter zum Planeten. Lara Benico hatte uns da ein Datenpad hinterlassen, das dann ein Druiden aktiviert hatte, der uns mit kryptischen Zeichen verständlich gemacht hat, dass wir sie hier auf Manaan treffen sollen. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. So, wir reisen fürstlich hier mit unserem Thron. Soweit, so gut. Wir haben schon einige Flashpoints hinter uns gebracht, hier für die Story Auftakt zu Revans Schatten. Und auch auf Manaan könnten wir ein Haus uns leisten und einrichten. Das haben wir in der letzten Folge auch noch mal ein bisschen gemacht. Wir haben ja ein Haus auf Na Shaddaa. Das haben wir so ein bisschen eingerichtet mit ein paar Gegenständen, aber ja, wie gesagt, da kann man auch sehr viel Zeit drin verbringen. Würde den Rahmen hier aber vielleicht sprengen. Ihr habt es geschafft. So wie Revan den Ort in Schutt und Asche gelegt hat, war ich mir nicht sicher, dass ihr da in einem Stück herauskommt. Was meinen Sie? Ich bin alles andere als in einem Stück. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da raus seid. Im Moment ist jeder Verbündeter ein willkommener Verbündeter. Verschwindet sofort. Ich will nicht länger als nötig mit euch zu tun haben. Geht jetzt. Ihr seid echt schwierig, wisst ihr das? Ich habe geholfen, euch zu retten. Zweimal. Teron, bitte. Ja, schon gut. Komm, Jakaro. Lana, wenn ihr fertig seid, können wir uns ja ein gemütliches Versteck für die nächste Zeit suchen. Wenn wir wenigstens die Rekrutierungsprotokolle der Unendlichen Armee sichergestellt hätten, würde sich das mehr wie ein Sieg anfühlen. Nicht, dass wir im Moment irgendwem im Imperium trauen könnten. Die Revaniter haben uns bewiesen, dass sie überall sind. Jakaro wurde 12-mal zum Tode verurteilt. Teron wurde aus dem SID geworfen. Und das Imperium hat für den Mord an Darth Arkis ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ihr seid jetzt nutzlos für mich. Auf der Flucht vor dem Gesetz. Ihr werdet sicher eine große Hilfe sein. Nun seid ihr unfair. Es ist ja nicht so, als hätte ich mir das gewünscht. Wenn ich es ändern könnte, würde ich es sofort tun. Aber ich kann es nicht. Unsere Namen können erst reingewaschen werden, wenn wir die Revaniter bloßstellen. Und wir können sie nicht bloßstellen, solange wir nicht wissen, wen wir bloßstellen sollen. Die nächsten Schritte sind klar. Teron, Jakaro und ich verschwinden im Untergrund. Wir finden einen Weg, Revans Plan zu enthüllen und ihn aufzuhalten. Ja, gute Idee. Nachdem die direkte Konfrontation nicht mehr möglich ist, ist es am besten, wenn ihr drei im Geheimen arbeitet. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euer Leben ganz normal fortsetzen. Im Moment seid ihr das Einzige, was das Imperium noch mit einer Art Seele erfüllt. Ohne euch vergessen sie sich selbst, fallen auseinander. Bleibt ihr selbst, aber bleibt wachsam. Und erzählt niemandem von uns oder dem, was ihr wisst. Und versucht auf keinen Fall, mich zu kontaktieren. Sagt mir nicht, was ich tun soll. Wann werdet ihr endlich verstehen, dass ich mir von euch nichts befehlen lasse? Tut, was ihr wollt. Ich kann euch nicht aufhalten und das Imperium wird fallen. Und danach vielleicht auch die Galaxis. Unser aller Schicksal liegt in euren Händen. Vergesst das nicht. Okay, kriegen wir eine Belohnung. So, wir sollen jetzt Revans Schatten über das Missionsterminal unseres Schiffes starten. Ja, wir nutzen wieder den Prioritätstransport hier. Das waren kurze Abstecher auf Manaan. Ja, die werden sich jetzt in den Untergrund bewegen
und aus dem Geheim operieren. Teron, Lara und ja, ich glaube der Wookie. So, hier haben wir das Missionsterminal auf. Mit dem können wir auf alle zusätzlichen Addons zugreifen. Und wir starten hier Revan Schatten. Meine Güte! Ihr seht aus wie Jessa, als sie damals Exoschweinsuppe probiert hat. Ich hatte eine Vision. Da war eine Galaxis in der Nähe unserer eigenen. Und dann wurde es dunkel. Sämtliche Sterne in beiden Galaxien sind erloschen. Das Ende von allem. Ihr habt bestimmt nur was Falsches gegessen. Das hoffe ich zumindest. Eine andere Galaxis? War es vielleicht eine Zwerggalaxis? Verzeiht mir, mein Sith Lord, ich kam nicht umhin, alles zu hören. Ja, es könnte eine Zwerggalaxis gewesen sein. Was wisst ihr darüber? Es gibt so eine Galaxis abseits des Outer Rims. Das Rishi Maze. Rishi? Von Rishi habe ich schon mal gehört. Das ist ein Planet, eine Art Piratenzuflucht, oder? Dort wollte ich schon immer mal hin. Und das ist erst seit kurzem so? Mhm. Quinn, Kurs setzen. Wir fliegen nach Rishi. Ja, auf nach Rishi, liebe Leute. Ein neuer Planet, den kennen wir noch nicht. Sehr grün auf jeden Fall. Ja, während unserer Abenteuer können wir unsere Gefährten auch losschicken, unseren Schrott verkaufen aus dem Inventar. Alle grauen Gegenstände werden dann mit einmal verkauft. Die sind dann, ich glaube, 60 Sekunden lang unterwegs. Auch immer ganz nett, wenn ihr mal an eure Grenzen mit dem Inventar stößt. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man hier das komplette Inventar zur Verfügung hat. Man kann die Reihen nach und nach freischalten, auch mit Kartellmünzen oder mit richtigen Credits. Ja, ein Piratenplanet. Allerhand zwielichte Gestalten unterwegs. Der sieht auch sehr witzig aus. Und da kommen wir an.
Ja, da sind wir. Und ich muss sagen, ich liebe so eine kleine Intro-Sequenzen, wo man so ein bisschen das Stadtleben eines neuen Planeten kennenlernt, so wie wir es gerade gesehen haben. Sehr interessant immer anzusehen. So, wieder eine Belohnung. Wir bekommen ein neues Schwert oder halt ja eine Waffe, je nachdem, was wir für einen Charakter haben. Aber auch das, liebe Leute, werden wir auf jeden Fall zerlegen oder verkaufen. Brauchen wir nämlich nicht. Ist viel schlechter als unser Material. Hier vorne haben wir schon direkt die Heldenquest. Beziehungsweise wöchentliche. Was haben wir hier? Schließt die Operation ab und schließt die andere Operation ab. Das sind hier die Raids in Star Wars The Old Republic. Die werden wir komplett außen vor lassen. Flashpoints sind das höchste der Gefühle, was wir machen werden. So, hier ist der Hafendamm und da haben wir uns auch schon den gesamten Bereich hier von den Landebuchten angeschaut. Also wir aktivieren den mal manuell hier. Und da können wir auch schon, ja, mit dem mal sprechen, mit Kara. Den haben wir gerade schon gesehen. Wow! Die Gerüchte sind also wahr! Ihr seid hier! Ihr seid wirklich hier! Ihr kennt mich. Aber sicher, ihr wurdet mir ausführlich beschrieben. Sehr ausführlich. Ihr seid der Anführer der heulenden Furien. Die verwegensten und skrupellosesten Piraten des Gordianstrangs. Wo auch immer das liegt. Und was seid ihr? Ihr seid merkwürdig. Ein Fremdling wie euch habe ich noch nie zuvor getroffen. Ich bin ein Rishi. Es gibt auf keinem anderen Planeten welche wie uns. Zumindest sagen das alle in der Stadt. In der gesamten Räuberbucht sprechen alle nur noch über euch und eure verrückten Abenteuer. Erzählt mir von euren härtesten Widersachern. Euer Basic klingt sehr natürlich. Meinem Volk fällt das Erlernen von Sprachen leicht. Manche von uns geben sich sehr förmlich. Ich bin eher der Typ für Cantina-Gespräche. Apropos Cantina, ihr solltet euch vor Goro hüten. Er will unbedingt gegen euch kämpfen. Gut. Verratet mir, wo ich ihn finden kann. Ich werde seinen Wunsch gerne erfüllen. Goro ist im Blasterweg, eine Bar in der Nähe. Spült wahrscheinlich etwas Tonitran-Trockenfleisch mit einem mantellianischen Fungolager runter. Ich habe dort Hausverbot. Eine lange Geschichte. Also hoffe ich, dass jemand euren großen Kampf aufzeichnet. Ich möchte nicht einen verdammten Schuss verpassen. Ja, interessant. Und wir bekommen hier sogar schon die erste Ruftrophäe. Sehr schön, wir profitieren wieder von unserem Boost und haben hier einen neuen Gürtel bekommen. ja, wir können hier nochmal kurz an das Terminal gehen. Was haben wir hier täglich? Nimm eine Holoflagge und fordere eine Piratenbande heraus. Ja, machen wir direkt mal. Sollen wir sogar hier rein? Okay, Holoflagge haben wir hier schon, ja. Gut, es geht quasi unter die Stadt. Und auch hier haben wir Bereiche zu entdecken. Okay, überall könnten diese Piraten sein. Müssen mal gucken, wo wir die denn finden. Hier sind ein paar Piraten. Jetzt habe ich was gut. Okay, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt? Eine Holoflagge, die stolz die heulenden Furien als stärkste, gemeinste und brutalste Piratenbande auf Rishi feiert. Ja, wollt ihr nicht oder keine Lust? Okay, vielleicht bin ich auch nur nicht im richtigen Bereich hier. Wir versuchen es nochmal woanders. Was haben wir denn hier Schönes? Eine verborgene Truhe. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall ein bisschen looten auch. Dadurch steigern wir unseren Beruf wiederum. Hier ist auch nochmal eine Piratenbande. Klappt es bei euch? Ja! Ja.
Okay, Karida-Piraten sind gefunden. Da müssen wir also auch noch auf den Namen achten, wen wir hier herausfordern. Ein Karida-Piraten brauchen wir noch. Hier mal gucken. Pirat des weißen Schlunds. Tunwa Kraftports. Da sind noch ein paar Karida-Piraten. Lauft um euer Leben! Lauft um euer Leben! So, das war schon die tägliche Quest hier, Leute. Wir kriegen ein bisschen Ruf dazu. Und haben schon mal einen super Start hier auf Rishi. Ja, und hier bekommen wir auch diese täglichen Ressourcen-Matrix, die wir zur Verbesserung unserer Ausrüstung brauchen. Das ist also auch nicht ganz verkehrt. So, wir gucken mal, ob wir hier den Bereich vielleicht schon direkt entdecken können. Unterhalb der Stadt. Mal sehen, was müssen wir noch entdecken. Haben wir eigentlich schon alles entdeckt. Sehr gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Es ist so ein bisschen zwei Ebenen hier aufgeteilt. Ich würde aber gerne noch hier vorne mich mal umschauen. Auch weil es hier natürlich das Kartenstück noch zu entdecken gibt. Auch weil ich wissen möchte, ob es hier noch andere Quests gibt. Außer die, die wir jetzt gerade schon gesammelt haben. So, da können wir gar nicht rein. Können wir den Bereich trotzdem entdecken? Ja, östliche Gasse. Aber da hinten, ja, ist noch ein Teil zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht auch nachher erst, wenn wir dort in die Barriere reinkommen. So, den nehmen wir mit. Hier vorne ist eine Quest. Flashpoint Blutjagd. Ja, die können wir uns vielleicht schon mal holen. Hm. Okay, also wir können das Ganze hier starten. Machen wir aber jetzt nicht. Können wir gucken. Können wir hier durch? Nee. Das ist auch nur der Flashpoint dann. Okay, scheinbar können wir den Bereich hier noch nicht entdecken. Das kommt dann vielleicht auch erst noch. Müssen wir nochmal drauf achten. Also hier haben wir auf jeden Fall dann den Story-Flashpoint wieder, den wir machen können. Werden wir bestimmt auch nochmal machen müssen. Hier haben wir ein paar Berufe. Wie immer, das kennen wir ja auch schon. Können unsere Leute vielleicht nochmal ein bisschen losschicken. Fenzel. Malawai. Wert gemacht. Und Wett. Artefaktfragmente brauchen wir, glaube ich. Lieutenant Pierce. Bin schon dran. Runemark. Ja, Credits haben wir genug, Leute. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. HK können wir auch mal losschicken. Missionsparameter eingestellt. Tweak auch. Vielleicht da. Ich glaube, dann haben wir alle soweit ausgewählt, bis auf Jessa. Die nehmen wir erstmal wieder mit. Und ansonsten gibt es hier wohl keine Mission für uns. Ich hier auch nochmal um. Nö, gut. Dann können wir weiter nach Norden. Folgen wir dem Weg. Und such mal den Goro. Okay, komisch. Also hier werden gleich zwei angezeigt. Wir kommen auf Rishi, aber ich würde mal sagen, wir nehmen den Gang hier. Okay. So, ich würde gerne den Bereich entdecken. Hallo? Sehr schön. Ja, dann nehmen wir mal den Weg hier unten nach oben. Und folgende Weg hier einmal. So, und hier stehen wir dann auch schon direkt vor der Kantina
wo sich Goro aufhalten soll. Da haben wir es. Ja, irgendwo muss hier der Eingang dazu sein. Blasterweg Kantina, okay, am besten auf der anderen Seite. Ich glaube, hier kommen wir leichter rein. Was haben wir hier für Händler? Sanitätsdienst und einen Kantina-Händler. So schnell stirbt man nicht. Hallo Goro! Wie ich höre, sucht ihr nach mir. Oder zumindest nach jemandem, auf den meine Beschreibung passt. Kastundile, Jigo Hola Lukuta. Das habt ihr wohl gerade schon selbst erledigt, Goro. Wartet, ihr wollt hier nicht schon wieder Chaos verursachen, oder? Ich hab nicht mal die Einschusslöcher vom letzten Mal geflickt. Inigu daiji liska zunanga wa. Na, warten wir mal ab. Kusa mala chikuta, ikosa mose ala tuta. Ihr seid mir nicht gewachsen. Nein, das wird keine Herausforderung. Jedenfalls nicht für mich. Werdet nicht übermütig. Auf Rodia mögt ihr ja ein Held sein, aber im Vergleich zu mir... Leute, dann greifen wir mal an. Lächerlich. So, das war's schon. Niemand anderes. Ein paar Einschusslöcher sind eine Sache. Die verleihen dem Ort Charakter. Aber das hier. Ja, wir sprechen die mal als Pirat an, oder? Wenn ihr Goro vor seinem Ableben zugehört habt, wisst ihr, dass ich das Kommando über die heulenden Furien habe und dass man sich besser nicht mit mir anlegt. Einer von euch erzählt mir jetzt, woher anscheinend jeder auf Rishi wusste, dass ich auf dem Weg hierher war. Also, wer ist so frei? Die ganze Stadt redet über euch. Keine Ahnung, wie das alles angefangen hat, aber ich weiß, wer Goro auf die Idee gebracht hat, euch zu suchen. Tu das nicht, Karina. Ihr kennt Margoks Meinung über das Verpfeifen von Ansässigen. Solange Margok nicht für die unbezahlten Rechnungen aufkommt, die Nova Blade hier angesammelt hat, kann mir seine Meinung gestohlen bleiben. Der Kerl, den ihr sucht, heißt Kai Sücken. Er ist der Anführer der Schurken der korelianischen Schnellstraße. Ein echter Prachtkerl. Goro sagte, dass euch Sücken einen Haufen Credits schuldet. Also hat er Goro angeheuert, um euch für einen Bruchteil der Summe zu eliminieren. Wo kann ich ihn finden? Keine Ahnung. Ist ja nicht so, als wäre der Typ ein Freund von mir. Fragt jemanden von Sückens Crew. Die schwirren überall in der Räuberbucht rum, wie Schmeißfliegen. Ihr solltet mich nicht anlügen. Ich hoffe, dass ihr die Wahrheit sagt. Wenn ich zurückkommen muss, könnte das unangenehm für euch werden. Noch angenehmer als das hier? Ich habe euch gesagt, was ich weiß. Mehr kann ich nicht tun. In Ordnung. Wir sehen uns, Goro. Hoffentlich glaubt euer Bruder nicht, dass das meine Schuld war. Ja, um den Bruder kümmern wir uns sonst auch noch. Kein Problem. So, wir bekommen wieder ein bisschen Ruf. Gut, Leute. Und wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich würde sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Bis dahin, liebe Leute.